Hallihallo, meine lieben Freunde, und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von unserem F1 Manager 2024 Projekt in der MyTeam-Karriere mit dem Menardi F1 Team. Leider läuft es für uns aktuell überhaupt nicht gut. Ich befürchte auch, dass wir nächste Saison so ein kleines Problem kriegen, was Personal angeht. Das werden wir uns dann im Einzelnen in nach dem Rennen, ich denke, von Imola mal ansehen, Scout losschicken. Kommt Monaco, dann gibt es nochmal Unterboden und dann ist eigentlich auch bald Feierabend. Wir müssen uns irgendwann auf die Folgesaison konzentrieren. Es lohnt sich nicht, wenn wir wissen, dass wir so weit zurückliegen, da noch irgendwie in die aktuelle Saison zu investieren, auch wenn es sehr, sehr schade ist. Wenn euch das Projekt gefällt, gerne liken, abonnieren nicht vergessen. Schreibt doch gerne in die Kommentare. Oh. Es sieht echt dramatisch aus, aber was sollen wir machen? Jetzt kommen wir zur entscheidenden Qualifying-Session. So. Dann würde ich sagen, starten wir auch gleich rein. Das Training sah nicht ganz so schlecht aus mit dem Auto von Mick. Also ich hätte die Hoffnung, dass wir es auf eine Runde hinbekommen und in Q2 kommen. Die Rennleistung von unserem Auto, da wissen wir, die ist nicht ganz so überragend. Aber das wird sich dann am Ende zeigen. Wir sind nahe noch dran an unseren Teamkollegen. So, und jetzt hoffe ich, dass keiner mehr rausfährt, dass wir eine freie Runde hinbekommen. Das sieht ganz gut aus. Ah, Fittipaldi ist zu weit weg, glaube ich. So, Mick Schumacher ist schneller als sein Teamkollege. Das erwarte ich tatsächlich auch irgendwie erstmal. Zweiter Sektor ebenfalls. Ah, ist zu weit weg, um vom Windschatten zu profitieren. Oh, eine Sekunde. Das nenne ich ja mal eine klare Ansage. Den Pierre Gasly verpasst. Au, 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 au. Gut, Pierre Gasly hatte offensichtlich eine schlechte Runde. Und garantiert auch, das kann nicht sein. Warte, wir nehmen bei Mick noch einen frischen Satz. Ich würde schon gerne probieren, in Q2 zu kommen. Aber ich glaube, da ist nicht viel machbar. Stroll wird noch rausgehen. Wir schaffen es lediglich, das Kick-Sauber-Team zu schlagen. Und frage ich mich, wann ist der beste Zeitpunkt rauszufahren? Hinhaut. Mit Mick glaube ich leider zu nah dran. Oh, komm, paar vorbei. Nee, ich glaube, das war nicht so gut. Mick ist deutlich zu nah dran. Haben wir einfach mal vorbeigebunken. Sonst wird das kritisch.
Die Paldi fährt somit direkt einfach wieder in die Box. Aber wir laufen auf Verkehr auf, das wird nichts. Ah komm, wir fahren die Runde zu Ende. Gelbe Flagge. Magnussen. Das ist also passiert. Und wenn wir Magnussen verfolgen, hier war alles in Ordnung. Und der Wagen reagiert nicht. Einfach nicht in der Lage, den Wagen... Oh, aber nicht eingeschlagen, nur im Kiesbett stecken geblieben. Ja, mit beiden Autos raus. Das Ergebnis ist für mich nicht akzeptabel, muss ich ehrlich sagen. Aber es ist so wahnsinnig schwierig. Ich fürchte, dass die ganze Saison irgendwie komplett untergeht. Gleich geht es los mit den 63 umkämpften Runden beim großen Preis der Emilia-Romagna. Ja, und wenn das auch sehr unspektakulär ist, werde ich mich dafür entscheiden, die Session zu simulieren. Denn wir werden da nicht viel rausholen können. Was für ein hervorragender... Lando Norris gewinnt. So, auch mal gucken. Oh! Wir haben es tatsächlich auf Platz 12 geschafft. Das finde ich sehr stark. Enzo Fittipaldi leider nur 20. Damit holen wir optisch gesehen das Haas-Team, obwohl wir immer noch ohne Punkte sind. Aber was sollen wir machen? Wagenheberverzögerung. Ach, ist das schön. Rennziel erreicht. Es gibt Gott sei Dank ein bisschen Geld, was wir auch dringend brauchen. Enzo Fittipaldi hat eine Leistungsverbesserung und wir werden einfach dann den nächsten Grand Prix hier einfach mal mitmachen. Da sind zwei Seitenkästen durchgefallen. Genau, Heckflügel hatte ich im Auge. Den müssten wir eigentlich mal basteln, aber dafür ist aktuell noch keine Kapazität frei. Und ich wollte in Sachen Scouting mal reingehen. Scouting-Team ist nicht verfügbar. So, Enzo Fittipaldi hat jetzt auch ein paar neue Upgrades bekommen. Bei ihm hapert es lediglich an dem Unterboden und ich bin am Überlegen, ob wir das Chassis vielleicht doch noch einmal entwickeln. Ja, 21. Wir könnten zwar ein bisschen mehr Geld bekommen, aber es ist einfach zu risikoreich. Und ohne Geld geht es nun mal nicht. Willkommen zu einem der größten Wochenenden im Motorsport, hier in Monaco. Spannung liegt in der Luft. Das kann nur heißen, dass Qualifying steht an. So, die Setups noch einmal ein wenig überarbeitet und dann geht es los in die Qualifikation. Dann machen wir wie immer den Anfang. Auf eine Runde, wie gesagt, bin ich sehr optimistisch. Auf die Renndistanz wird es, glaube ich, ein bisschen schwierig. Vielleicht können wir ein bisschen taktieren. Jawohl, wir kriegen freie Fahrt. Da ist sein Teamkollegen Serna auf den Fersen. Aber vielleicht ein Ticken zu, ne, hätte ich jetzt beinahe gesagt. Eine Sekunde. Stay negative on the Delta. Und ich bin gespannt, was das am Ende bedeutet.
Im Erstmal bei beiden Autos nochmal die gebrauchten. Weil die darf man noch eine Runde drehen. Schön andere Autos aufhalten. Verbessert sich auf jeden Fall auch nochmal. Was? Mode in, please. Copy. Komm, das machen wir beim Mikro nochmal. Einfach rausfahren. Vielleicht sogar eine freie Runde. Jawohl. Fittipaldi ist sogar hier vor. Das sieht gar nicht schlecht aus. Das dürfte ja nicht wahr sein, dass Fittipaldi sich qualifiziert und Mick würde am Ende rausfliegen. Das wird gebraucht, Reifen jetzt sich nochmal zu verbessern, wäre sehr schön. Jawohl. Das P11. Nice lap. Positive on the brakes on the way. Reifen aufziehen. Oh, jetzt machen wir weg hier. So, verbessern könnte sich noch, wollte ich gerade sagen, Magnussen. So, Alpine, wir könnten die anderen alle haben. Frische Reifen. Er wird keine freie Runde hinbekommen, glaube ich. Ob der Kick sauber ihm noch im Weg steht. Mick müsste durch sein. Oh, da ist der Kick sauber. Ah, gelb in der Sektor 1 leider auch schon nur. Komm, grüner Sektor, aber es fehlen 14, das ist zu viel, glaube ich. Aber ist egal, die Runde fährt dann noch zu Ende. Keine Verbesserung. Mick auf Platz 14 und das sieht nicht so schlecht aus. In Monaco kann immer einiges passieren. Vielleicht können wir da mit der Strategie irgendwie ein bisschen arbeiten. Im Rennen wird für Fittipaldi noch was möglich sein. Schwierig, selbst beide sauber zu kriegen. Der Gast, der hatte offensichtlich keine gute Runde. 11-0, damit bin ich sehr zufrieden. Damit lässt sich arbeiten. Warte, ich habe nicht geschafft, das Setup noch an. Gut, was soll's. Für mich geht es auf jeden Fall in Q2 und auch da gehen wir direkt los hier. 5, 4, 3, 2, 1. Green light. Oh, er läuft auf Sergeant auf, befürchte ich. Oh Mann, das wollte ich gar nicht. Ich wollte. Ärgert mich das. Ich wollte eigentlich die Kameraperspektive ändern. Hat bestimmt Zeit verloren. Auf jeden Fall den gebrauchten Satz nochmal nehmen. Ja, wir werden durchgereicht, das wird nichts. Irgendwie eine vernünftige Runde hinbekommen. Jo, freie Fahrt. Sektor 1.
Sektor 2. Jawohl. We're currently P12. We'll box at the end of this lap. Aber hat er nochmal runtergereicht. Durchgereicht, meine ich. Albon haben wir. Sehr schönes Ergebnis. Sehr, sehr schönes Ergebnis. Ich glaube, unser bester Startplatz sogar. Jetzt Platz 12 hätte drin sein können. Wahnsinn. Und dann ist es nicht weit zu den Punkten. Da müssen bloß ein paar ausfallen, Unfälle. Es ist alles möglich in Monaco. Einen einzigen Punkt würde ich gerne versuchen, irgendwie abzugreifen. Dann werde ich mir jetzt mal eine schöne Strategie überlegen, würde ich sagen. So, meine Strategien sehen wie folgt aus. Wir nehmen bei beiden eine Runde mehr Sprit mit. Ich weiß, das ist eigentlich immer zusätzliches Gewicht. Aber ich denke, wenn wir den Motor ordentlich beanspruchen können, dann ist es von Nutzen. Oh, guck mal. Selbst bei Fittipaldi hat sich das Setup verbessert. Er startet mit harten Reifen. So lange wie möglich draußen zu bleiben. Und mit Mediums. Ich hoffe, dass wir da mit der Strategie irgendwie etwas anrichten können. Und nicht mehr lange, bis es hier losgeht. Es ist Zeit für eines der spannendsten Rennen der Welt. Den großen Preis von Monaco. Das Startsignal erlischt und los geht's. Oh, da starten viele auf harte Reifen. So, wir in der Mitte. Stay online. Tempo. Hoch und alles, was die Kiste hergibt. Albon auf Soft. Let's get after these cars in front. Big Flex zum Überholen dann von Sargent. Good job. Auto heile lassen. So, Fittipaldi hat Joe und Gasly im Schlepptau. Das ist okay. So, Albon drängt, der hat aber die Softs drauf. Das ist mir egal. Ich würde gerne noch an Sargent vorbei. Verlieren wir jetzt die Sekunde, um DRS zu bekommen. In 7, komm schon. Noch sind wir an Sargent dran. Schon Start und also Platz 12 und darauf können wir uns eigentlich ein bisschen ausruhen, sage ich mal, mehr oder weniger. Überholen ist ein bisschen schlecht in Monaco in der Regel. Jawohl, geht vorbei. Mit RS hier so ein bisschen verteidigen, rausfahren. So, das wäre jetzt mein Ziel, dass wir gucken, dass wir irgendwie Platz 12 tatsächlich auch retten. Ich habe gewundert, warum das Bild steht.
Ja, und unsere Reifen, das sieht gar nicht so schlecht aus. Ich denke, das müsste hinhauen. Natürlich ärgerlich, die können vorne irgendwie Stops machen. Kommt wahrscheinlich dann als 12. raus. Aber ich würde das jetzt gerne erstmal so machen. Darauf beschleunigen. Ich dachte, die hat Fittipaldi überholt. %83 Reifen. Würde mich interessieren, ob wir das tatsächlich so fortsetzen können. ...17.8, 17.6 hatte Russell. Gelbe Flagge. Jetzt gibt es die gelbe Flagge. Aber irgendetwas komisches mit A verstanden. Egal. Das Teins muss jetzt in die Box. Da gehen wir vorbei. Den Frontflügel noch wechseln. So, 17.9 haben wir gefahren. Virtual Safety Car, rote Flagge. Red Flag. Und es interessiert mich, was passiert ist, oder sind es einfach nur die Trümmerteile? Auf die Saint Devot zu. Da war ein deutlicher Kontakt. Nun, er war... Das ist jetzt die Frage. Wir könnten jetzt noch soft fahren tatsächlich. Unser Rennen wird fortgesetzt. Wir machen weiter. Startsignal erlischt und los geht's! Currently P10. Next car, Ricciardo. Platz 10, du musst auch volle Pulle jetzt. Schumacher überholt Russell. Das wäre auch sehr klug, wenn du das wirklich probierst. Platz 10. Weil Russell hat, glaube ich, die harten Reifen gehabt, genau. Oh, ob hier Punkte möglich sind. Soft Stroll, harte Reifen.
Mein Ziel ist es, mich erstmal nur gegen Russell zu wehren. Er hat nämlich die harten Reifen drauf. Umso länger wir jetzt fahren können, umso besser wäre es. So, und ich kann das hier tatsächlich sehr gut managen, habe ich das Gefühl. Gegen Russell. Mit Energiesparen zwischendurch ein bisschen Reifen, schon 69%. Er hat 75%. Bin mal gespannt, wie weit wir das auf die Spitze treiben können. Oh, da ist er vorbeigeschlupft. Der George Russell, damit habe ich nicht gerechnet. Das war der Casino-Platz. Da ist die Lücke. Und das ist Platz 10 und somit in den Punkt. Ja, das hat er gut gemacht, gar keine Frage. Und das ist auch vollkommen in Ordnung. Wir haben einfach versucht, Reifen zu schonen und wir konzentrieren uns auf die beiden Williams sozusagen. So, Albon geht in die Box. Ich habe mich zwischenzeitlich entschieden auch. Oh, Hülkenberg auch. Joe auch. Mal ein bisschen wieder auf die Tube zu drücken. Wir kämpfen nicht gegen George Russell, sondern gegen die beiden Williams. Wenn vorne etwas passiert, sind wir direkt einfach in den Punkten. Daher möchte ich das einfach ausprobieren. Ich habe derweil einfach mal die schnellste Runde gefahren. Seht euch das an, 2,5 Sekunden plötzlich noch zu Russell. Wir werden jetzt auch eine gute Runde fahren. 2,5 Sekunden schneller als Russell. Fast 3 Sekunden gegenüber Sargent. So, Sargent geht jetzt in die Box. Der war so 8 Sekunden hinter uns. Wir versuchen uns gerade ein bisschen an Hamilton heranzurobben. Und das klappt auch ganz gut. Ich habe mir jetzt überlegt, wir werden in die Box fahren. Wir müssten hinter Bottas rauskommen und vor Albon. Werden die harten Reifen raufziehen. Machen somit einen Undercut gegen die anderen. Ich hoffe, dass das irgendwie funktioniert. Und wir uns nicht verkalkulieren. Gucken mal, Hamilton fährt 19,4. Gucken, was er jetzt gleich fährt. 19,2. Der Stopp war okay. Jawohl, wir kommen hinter Bottas raus. Vor dem Williams, das war mein Ziel. So, wir haben es geschafft, Bottas zu überholen. Jetzt fehlt noch nach Magnussen. Wir sollten jetzt einen Blick drauf werfen können. Und das war Mick Schumacher. Das ist sicher verlockend. Und Mick Schumacher sagt Dankeschön. Vielen Dank. Ja, vermutlich schon. So, Abstand zu Hamilton. Das passt, jetzt müssen wir Vollgas geben. Und Magnus müssen wir noch haben. Er wird aber vermutlich in die Box fahren. Jo, da gehen wir auch an Magnus vorbei. Jetzt würde ich gerne ein wenig Druck machen. 19,0. Wenn wir es nämlich jetzt clever anstellen, dann könnten wir nämlich sogar auch noch, na, Russell wahrscheinlich nicht, aber Hamilton auf jeden Fall. So, Hamilton geht in die Box. Ja, da gehen wir vorbei. 16,0. Ein, zwei Runden und dann würden wir sogar Russell kriegen. Was nimmt Hamilton mit? Mediums. Gegenüber Albon auch schneller gefahren, das passt.
Russell geht in die Box und auch da müssten wir eigentlich direkt vorbeikommen. Da ist er. So, wir hängen jetzt ein bisschen fest hinter den Ferrari. Und Stroll, die werden auch in die Box müssen. Russell hat die Mediums mitgenommen. Damit könnte es reichen, durchzufahren. Na, guck mal an, da klebt der Russell schon uns am Auspuff. Ja. Und Russell fährt auch einfach mal vorbei. Sainz ist in der Box. Hat zwischendurch ein bisschen Tempo rausnehmen müssen. Gucken, was Sainz mitnimmt. Die harten Reifen, der wird also durchfahren. Beobachte Hamilton, der hat 86%. Das ist so mein Augenmerk. Albon wird nochmal in die Box fahren müssen. Das war jetzt Kurve 1. Oh, und der Wagen mit einem grausigen Crash in die Absperrung. Jupp, ähnliche Stelle wie Fittipaldi. Also wird der Mick Schumacher gezeigt. Ein schöner Bug, der Lando Norris ist nämlich ausgeschieden. So, Hamilton ist an Albon vorbei. Versuchen gerade mal wieder ein bisschen schneller zu fahren.16-2, die hat Hamilton auch geschafft. Und wir behalten Albon im Auge. Ach du Jemini, was ist passiert? So, wenn Alonso raus ist, wäre das für uns auch von Vorteil. Entscheidende Frage ist, wie wir jetzt durchfahren. Mir bleibt nichts anderes übrig, als die gebrauchten Mediums zu nehmen. Wir werden mit den Softs nicht durchkommen. Die Fahrer sind heute nicht zum ersten Mal aufgestellt. Sie warten auf das Signal. Es ist sehr bitter. Die Ampel ist aus und los geht's. Und alle aus Softs unterwegs. Schon wieder gelb. Wartet, gucken wir uns jetzt gerade mal nicht an. Albon ist auf hart unterwegs. So, Sainz ist jetzt schon vorbei. Haben aber keine andere Wahl. Wir müssen die Reifen schonen. Wir können die nicht so stark benutzen. Ja, und seht euch das an, mit welcher Leichtigkeit Bottas da vorbeigeht. Das kann nicht wahr sein. Verstappen geht als erster über die Linie und gewinnt. Ja, und leider nur der 11. Platz. Aber ich finde trotzdem ein sehr, sehr schönes Ergebnis. Die Punkte knapp verpasst. Mit einer, wie ich finde, musst du wohl einfach akzeptieren, dass heute Strategie, die okay ist. Und das sollte eigentlich die Motivation bei ihm auch deutlich erhöhen.
Ja, nun, wir können es davon nichts kaufen. Wir haben immer noch keinen Punkt. Aber wir sind immer im Platz 7 in der Konstrukteurswertung. Ohne Punkte. Ja, ich bin damit, ganz ehrlich sagen, zufrieden. Ich finde das okay.